で、飛ばした。Erste außereuropäische Konzertreise des Gewandhauschores überhaupt in seinem 150-jährigen Bestehen. Insofern ist es für uns natürlich was ganz Besonderes und dass es nun auch noch ausgerechnet so etwas Exotisches wie Indien werden würde, damit hätte natürlich keiner gerechnet. An sich waren die spontane Reaktion erstmal ja, auf jeden Fall machen wir. Und was ich jetzt so mitbekommen habe, als es dann wirklich so ernst wurde, war es dann schon so ein bisschen so, krass, Indien und auch so ein paar Ideen, die man halt davon hat, dass man irgendwie denkt, oh Gott, wie ist denn das dann? Und gegen was muss ich mich alles impfen und hoffentlich kann ich alles essen. Aber an sich, glaube ich, von vornherein positiv und auf jeden Fall so, ja, das machen wir. Laut, bunt, warm, voller Gerüche, die ich zum Teil kenne, zum Teil nicht, voller Gegensätze, großartig. Angekommen, gut geschlafen. Wieder. Ich bin immer noch sprachlos. Ich habe eine SMS bekommen von jemandem aus Deutschland, der nicht weiß, dass ich in Indien bin. In Anruf. Ich bin dann aber nicht rangekommen. Hervorragend, ja. Wie die Mehlsäcke. Klingt erforderlich. Was gab es zum Essen, zum Abendbrot? Eine Rolle auf dem Markt mit Huhn und Ei. Ja, ganz hervorragend geschmeckt. Okay. Also ich hätte das ja nicht genommen, aber ich habe mich auch nicht getraut. Wo geht's jetzt hin? Was machen wir jetzt heute? Ja, was machen wir denn jetzt? Begegnen mit ihm. Ach ja.
Ma paga mani ganisa. Ni sare ni gani pa. There's a special number of traditional ragas which exists, or is it always possible to invent a new raga? I think over the last 300 years, our great masters have practically exhausted all possibilities of new ragas. I would like to talk to you for hours, but the time is limited. Like this, are you tell her to move? She will move according to her imagination. Beeindruckend, also da könnte man schon noch eine Weile studieren, diese Musik. Finde ich toll. Und da.
Bitte euch um mehr Leichtfüßigkeit. Tanzen und springen, singen und klingen. Erster, dritter, fünfter, siebter, neunter Takt. Leichter. Gleich mal, ja? Tanzen und springen, singen und klingen. Ja, super krass. Also im positiven Sinne. Einfach eine geballte Reizüberflutung und wirklich mit nichts zu vergleichen. Und bin relativ beseelt. Also finde das großartig. Mhm. Für mich voller Kontraste. Man hat sich ja vorher informiert ein wenig und hat viele verschiedene Meinungen gehört. Aber das, was man hier erlebt hat, die ersten Tage, das ist ja schon wirklich mit extrem zu bezeichnen. Ja. Thank you.
ja, das sind Bilder. Und dann hat man das livehaft vor sich und das ist schon sehr krass zu erleben. Ne? Das ist schon was ganz Besonderes. Der Alltag ist hier so vollgepackt mit Proben und Sightseeing und Empfängen, dass ich manchmal ein bisschen vergesse, dass ich gerade in Indien bin. Aber es ist schon was Besonderes, auf jeden Fall. Die Idee, Tagore zu vertonen, kam zustande, weil Tagore 2011 zwei Jubiläen gewissermaßen hatte, 1861 geboren und 1941 gestorben. Dem wollte man auch von Seiten des Goethe-Instituts in Kalkutta gerecht werden und insofern hat man die Gelegenheit genutzt, das Deutschland-Indien-Jahr zu verknüpfen mit dem Tagore-Jubiläum und ein Auftragswerk auszuloben, was Bernd Franke dann geschrieben hat. Natürlich ist so ein Projekt unheimlich wichtig, weil man muss sich vorstellen, der Gewandhauschor ist der erste deutsche Chor überhaupt in Kalkutta, der jemals aufgetreten ist. Und mit so einem Chor, der so ein hohes Level mit sich bringt, zu arbeiten als deutscher Komponist und dann auch hier noch in Kalkutta im Tagore-Haus, also in dem Haus, wo Tagore geboren wurde und starb. Wieder diesen Kreis haben und dann kein Flüstern, wenn möglich. Dass der Chor mein Stück, was Tagore quasi gewidmet ist, aufführt, ist einfach einzigartig im Leben. Das ist schon was ganz Besonderes. Ich bin gespannt, wie unsere indischen Konzertbesucher diese Musik verstehen, wie sie die Musik auffassen. Und das ist der Spannungsbogen, der zurzeit sicherlich nicht nur bei mir besteht, zu dieser traditionellen indischen Musik, die wir ja bis jetzt gehört haben. Das wird ein Abenteuer, denke ich. Du nimmst mich von dir, ich singe mit dir, wir scheinen durch Wolken zur Sonne, wir scheinen durch Wolken zur Sonne. Wie lieblicher Klang, oh Lärchen, ein Song, erhebt sich, erschwingt sich im Monde. Du nimmst mich von dir, ich singe mit dir, wir steigen durch Wolken zur Sonne, wir steigen durch Wolken zur Sonne. Wie lieblicher Klang, oh Lärchen, ein Song, probably the most important thing is this piece of music is called Pran, and yeah, we're happy to perform it right now for you as a world premiere.
So I think this interface of two great countries, Germany and India, in this space was doubly significant. And the fusion and the wonderful interface done by these musicians was really a transforming experience for all of us. Excellent, it was very good. Ich glaube, eine solche Aufführung hat es in diesem Haus, dieses traditionelle, traditionsreiche Haus, noch nicht gegeben. Ich glaube, Rabindranath Tagore, wenn er diese heutige Aufführung gesehen hätte, wäre er auch überrascht und überwältigt gewesen. 42 singers, they sing so softly, absolutely pianissimo, which is very great. Well, it was beautiful. It was beautiful because it gave a very different idiom to Tagore, you know. And I think the thing with Tagore is that he can only survive if he lives on. And this is a way he can live on. He's immensely enjoyed it. So I would like to have them more. They should come visit again and again. Feedback vom Publikum ist bisher sehr gut. Wir hören sehr viele dankende, lobende Worte. Alle freuen sich total, dass wir hierher gekommen sind. Viele sagen, dass es beeindruckend ist, mit wie viel Achtung wir der Materie Tagore, aber auch der Kultur, die wir hier vorfinden, begegnen. Und wie schön es ist, diese beiden unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen.
Also ich fand die Konzerte wunderbar. Der Chor hat Großartiges mit Gregor Meyer geleistet und ich finde das fantastisch, wie der Chor auch diese Reise erlebt und überhaupt in die Kultur eintaucht. Das war ja für die meisten das erste Mal, dass sie in Indien waren, also ein regelrechter Kulturschock. Aber die Sängerinnen und Sänger meistern das mit Bravour und mit großer Neugier und ebenfalls auch mit Respekt. Und das Publikum liebt die Konzerte und war völlig begeistert. Es kamen sehr viele positive Rückmeldungen. Als wir dann so rausgegangen sind aus der Kirche, haben sich viele bedankt und haben die Musik auch sehr schön gefunden. Total positives Feedback. Überraschung über die Musik, die wir machen, wie wir das machen. Ja, und die haben es einfach genossen. Für manche war es absolut neu, was wir gemacht haben und was man mit Stimme tun kann. Heute das Konzert in der Kirche war sehr beeindruckend. Immer wenn man in der Kirche singt, da hat man das Gefühl, man kann richtig singen, weil es sehr schön klingt durch den Hall. Interessant war ja, dass die Kirche fast voll war und dass die Leute, als wir durch die Reihen gegangen sind, einen alle sehr dankbar, sehr freudig angeschaut haben. Und nach dem Konzert, als wir rauskamen, haben sich viele persönlich bei uns bedankt. Für mich war es auch schön. हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी जय 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 हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी जय 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 जन के काज विलंबन कीजे आतुर धाय महासुख दीजे जय 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 हनुमान जैसे कूद सिंधु के पारा सुरता बदन पैठी विस्तारा जय जय आगे जाए लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जय जय जय
Vater.